So, mal gucken, ob das Küken jetzt eigentlich hier... Könntest du denn auch Metall kaufen? Nee, ne? Dafür so viel Geld haben wir nicht, ne? Ich weiß gar nicht genau, wie viel Geld wir haben im Moment, ehrlich gesagt. Ich kann ja mal gucken, gleich, wie viel Geld wir haben. 244. Also so wie das aussieht, also das nicht Küken mehr. Jetzt auch den Wasserbalken wieder höher gekriegt. Also, ja, ja. Ja, wir müssen zusehen, dass wir die Hühner hier reinkriegen. Ich werde jetzt ein paar Eier verwenden, die wir hier ja, haben. Ja, ja, mach mal. Das ist eine gute Idee. Bisschen, Mann. Ja, so ganz wenig Eier sind da ja auch. Das nicht wird der Hühnerstall, dabei. Ja. Das wird der Hühnerstall, liebe Grit, genau. Ja, ich habe gelesen, Sigi, dass du deins auch wieder aus dem Winterschlaf geholt hast. Habe ich gelesen, Sigi. Wir haben momentan, der Ehemann und ich haben momentan ein bisschen Kopf voll. Deswegen wird momentan das Schriftliche gerade ein bisschen vernachlässigt. Auch was die Kommentare auf YouTube betrifft. Daran könnt ihr sehen, dass ich die eigenhändig selber noch alle kommentiere. Nur momentan, ich sag jetzt mal so, diese ganze Woche noch sind wir extrem in Action. Und aber ich werde mich dran setzen und das alles beantworten und auch wieder im Discord wieder aktiver sein. Aber diese Woche wird echt schwierig. Also nicht, dass ihr dazu enttäuscht seid. Oh, halt. Ich normalerweise antworte ich ja immer auf alles, aber momentan muss das Lesen und das Informationen aufnehmen im Kopf erstmal reichen. Wenn ihr wirklich mal richtig bauen wollt, holt euch besser die richtige Kreissäge. Diese Nuckelpinne ist ein Witz. Wem sagst du das? Aber dazu müssen wir tatsächlich erstmal ein paar Pinunsen haben. Ja, wir sind ja auf gutem Wege. Ne? Also ich meine, ja, hier werden die ersten zwei Schweiniger bereits verarbeitet. Oh, die Geige ist wieder da. Willst du den Kanister einmal runternehmen? Stell, ja, warte. Ja, da kannst du gleich wieder los. Hast du dich auch getankt? Also dein Auto, meine ich. Ja, ich bin voll. Alkohol bei der Arbeit! Ebersäuer, Mutte Tiere mit Ferkel und eine Love Zone. Eine Love Zone. Ah, ein Tier müsste man sein bei Roland, ehrlich. Echt? Die Schweinchen, ja, kann ich gleich nochmal hingehen, sind rein theoretisch alle gut fit. Warte mal, da könnte ich auch schon mal die 8 Bretter mitnehmen, ne? Fällt mir mal gerade ein. Aber den Schwein kommt das ja gar nicht so drauf an, dass die fit sind. Die sollen fett sein. Das ist auch mit, viel relevanter. Ehemann, du mein Ehemann. Meine erste Anschaffung war der Rasenmäher. Ups. Chat lesen und zum Stall laufen sind zwei Dinge, die Andrina nicht beherrscht gleichzeitig. Rasenmäher? Aber braucht man den denn unbedingt? Natürlich kommen wir hier nicht. Doch, wir kommen hier durch. Guck mal. Oh, Schweinchen sind topfit. So, da fehlen jetzt noch 4 Bretter und dann können wir hier so, mal ein bisschen Wasser und ja sowas schon reinfüllen. Hier gibt's schon Wasch mit Ei und alles, ne? Und sehr schön. Mit Ei und also hier haben wir alle Art von schönen Fleischgerichten sehr am schön. Start. Aber ich kann gleich, ich habe gleich noch Fleisch über, kann aber gar nichts mehr aufhängen. Das ja, ist schlecht. Dann lass die doch noch in der Kühlbox. 2, ja, 4. Muss ich ja, ne? Dann lass die doch noch in der Kühlbox. Ja, beziehungsweise ich muss sie dann hier irgendwo deponieren, damit ich die nachher mitnehmen kann zum Verkaufen. Ich Love Zone, also mit Baum im Zimmer und was. 2 Brettern oder so. Ja, das ist die perfekte Love Zone. Am besten hast du noch einen Ast im Hintern. Das ist die perfekte Love Zone. So, jetzt habe ich da mal ein Futterdingsbums hingemacht. Da werden wir jetzt noch mal ein Säckchen reinmachen. Damit unsere. Das war ja hier der Wassertrog, der hier, ne? Das war ja. Und hier war, machen wir nochmal Futter rein. So, damit die Kleinen. Mhm. Optimal. Wir haben jetzt überall optimal was drin, außer Wasser. Und jetzt sind die wirklich auch optimal. Sollten die versorgt sein. Ja, das denke ich auch, ne? Oder Astloch für Singles. Oh, Andreas! Bilder in meinem Kopf.
Aber wo ist denn hier eigentlich der zweite Wassereimer hier? So geht so, das nicht. Also in der Trockenkammer ist jetzt alles aufgehängt, was geht. Aha. Und ich habe hier aber noch 6-mal Schweinefleisch über. Ja, das können wir ja später machen. Das dauert ja immer nicht lange. Dieser Reifungsprozess dauert ja nicht lange. Nee, nee, das geht schnell. So, wir müssen ja auch, wir müssen ja auch nicht nur ein Silo hier hinstellen, wir müssen ja tatsächlich dann auch noch diese olle Windmühle. Also die sind ja rein futtertechnisch, haben die hier noch halb. Der ist vollgefressen. Der ist vollgefressen und getrunken. Wie viel Ferkel hatten wir? Fünf. Genau. Okay. So, du bist vollgefressen und satt, vollgefressen und satt. Also das mit den Türen war wohl auch eine gute Idee. Das ist ja hier schon fertig, du. Das ist ja wunderbar. Das kann ich ja schon mal so... Ja, ja, ich musste nur einmal ganz kurz... Also das mit den Türen hier war auch eine sehr, sehr gute Idee, dass wir das mal dicht gemacht haben, dass die quasi immer außen rumlaufen müssen. Mhm, ich glaube, das ist wirklich und sich nicht da durchdrängeln müssen. Die Idee war sehr gut gewesen, dass Manu das noch fertig gemacht hat. Dann ist das vielleicht so ganz gut. 5, genau. Bauer sucht Frau. Schlimmer geht immer. Leider fehlt noch die Blondine. Ich habe letztens, ich weiß gar nicht, was ich für ein Video gesehen habe, was es alles für Videoformate neuerdings im Fernsehen gibt. Ich gucke ja nun kein Fernsehen, so, ne? Was es da für was weiß ich, sucht wen auch immer. Da denke ich mir auch so, ein Papiti! Da denke ich mir auch so, ich fasse mir an den Kopf. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, es ist leider. Ich meine, wer das guckt und wen das interessant ist, der fühle sich jetzt nicht angegriffen. Aber mein Format wäre das tatsächlich nicht. So. Was ist jetzt hier? Keine Bäume mehr da, oder was? Kommt gleich. Warum 1, 2, 3, 4? Warum konnte ich jetzt nicht mehr? Also das Haus hier ist fertig, ne? Nee, ist noch nicht. Ich brauche Bretter. Ich bin der Wurstfach. Ich bin der Wurstfach. Ich bin der Wurstfachverkäuferin. Ich habe 6 Ferkel, alles eben. Na hurra. Na toll. Dir sollte aber dann, lieber Udo, dir sollte zu denken geben, dass wenn du jetzt noch mehr Ferkel kriegst, ne? Ich. Ja, dann. Sollte es dir zu denken geben. Also das? Bauer sucht Sau. Lavi, der ist gut. Bauer sucht Sau. Bei dem wird immer die Liebe hart. Ich weiß, ich könnte auch die Säge da hinten hinstellen. Ich bin Warum schon wieder sehr. Passt dieser verdammte Baum da jetzt nicht drauf? Das Problem ist, oder die Zeit zu überbrücken, bis Milady mit ihrem Wägelchen hier mal ein paar Knöchelchen hergebracht hat. Ja, das zieht sich unglaublich. Du hast noch ein Betten. Deswegen kann ich die Strecke auch laufen, das ist überhaupt kein Problem. Die Eber landen in der Wurst. Natürlich landen die in der Wurst. Die Eber landen in der Wurst. Sau sucht Eber. Und die Sau landet im Schnitzel. Schnitzel mit Ei. Schmeckt gut wie Bier auf Hawaii. Hawaii. Oh, war picky. Wir brauchen. Die Hühner müssen. Ah! Wie, was müssen die Hühner? In den Stall! Ja. Ja, wie bitte? Ach, diese Frau. Manu! Ja doch! Herrgott! Ja, immer dieses Gehetze. Ich tue schon hier auf dem Dings hier, auf dem Bauernhof, hier auf dem Hof schon. Schade, wenn Eber hinterm Zaun ist. Wir müssen jetzt erstmal zu Best Burger. Also ich hab jetzt. Was die Angebote haben. Ich hab jetzt. Oh, ja, das stimmt. Ehemann, du bist rausgeflogen. Wo bist du denn? Wegstehen! Das ist jetzt schlecht, oder? Bist du gerade gegen unser Haus gefahren? Nein. Das hast du wahrscheinlich nur aus der Kamera so Perspektive. Willst du mal speichern und dann gehen wir wieder rauf, oder was? Wieso komm doch rauf?
Ja, ich kann nicht mal probieren. Mal gucken, was passiert. Kommst du nicht rauf, oder was? Ich probiere das mal. Wo hast du denn jetzt die Säge? Neben deinem Auto. Ich wollte mal schnell zum Best Burger fahren, gucken, was im Angebot ist. Das ist ja egal, wir verkaufen doch sowieso alles, ne? Die Hühner würden sich auch in der Garage vermehren. Den Hühnern ist das egal, wo sie nett zueinander sind. Ja, wir wollen das ja schick haben. Genau. Schau mal, ob eine Delle drin ist. Ja, genau, ich schau mal, ob eine Delle im Haus ist. Zuzutrauen wäre das. Also Delle im Auto? Nein. Delle im Haus? Oh, die Steine sind kaputt. Sag mal, bist du noch knochig? Was denn, wo denn? Ach, Matt. Nein, nein. Das, ich muss doch. Du bist schon so ein Muster. Oh, das ist das? Wir müssen jetzt richtig Geld verdienen, weil wir müssen die Silos fertig machen. Ja, das, ich denke mal, wenn wir jetzt gleich die nächste, wenn das hier alles fertig ist, ich denke, morgen können wir das alles verkaufen. Ach, jetzt habe ich, naja, egal. Bist du reingekommen, jemand? Ja. Ah, siehst du? So. Oh, Piki. Hans, du willst doch nicht unsere tollen Hillbillies Hühner in die Garage. Nein, nein, nein. Das willst du nicht, oder Hans? Das willst du nicht. Gibst du. Komm her. Ich habe mich gestern selbst erschossen. Mein erster Tod in Ranjitschimulat. Ja, das muss man aber auch erstmal schaffen. Wie erschießt man sich denn selber? Nein, natürlich nicht, aber es würde gehen. Ich weiß, was ich weiß. Wie erschießt man sich denn bitte selber? Ich glaube, Manu versucht's gerade. du denkst schon, dass Munition Geld kostet, ne? Ja. ich frag ja nur von Freund. Aber jetzt ist das mal Piki hier. Ganz tot. Ja, dann musst du mal das Auto holen, ne? Ach, Baum. So. Die dreht sich ja immer noch ein Stück. Die dreht sich immer noch ein Stück. Ich war am Schwein erschießen im LKW bei Best Burger. Ach du hast sie dort erschossen. Ah, okay. Meine Frage. Ich habe mal eine Frage. Im Discord oder unter den Videos, ich kann es jetzt nicht sagen, stand ja drinne wegen Tiere auf dem Anhänger. Ich glaube, in der letzten Staffel ging das doch nicht, oder? Bin ich jetzt falsch? Doch, wolltest du nicht, oder? Zu Best Burger fahren? Ich? Und ich, nimm die Knarre aus der Hand, Herrgott! Ich versuche mir den Fuß zu schießen, aber das geht nicht. Ich habe ins Hühnergehege auch zwei Kühlboxen gestellt. Jetzt sitzen sie auf den Boxen und legen die Eier fröhlich drauf. Da packe ich gleich die Sägemühle ein. So. Also jetzt hole ich erstmal das Papier. Vorsicht! Diese Frau. Warum hat man dieser Frau in Rennstimulator einen Führerschein gegeben? Warum? Und eine Waffe. Ja. Das ist doch fast noch schwerwiegend. Autofahren ist schön. Nee, ernsthaft jetzt. Warum hat man dieser Frau in Rennstimulator einen Führerschein gegeben? So, Hühner gehen, den Rest habe ich auf dem Anhänger nicht getestet. Also ich war der Meinung, wir wollten beim letzten Mal auf den Anhänger ein Tier laden und das große Tier, ich glaube, das war sogar eine Kuh, hat sich geweigert, darauf zu gehen. Ja, vielleicht ist das nur für Maschinen. Ja, natürlich, das war ja für die Quads und so. Achso. Oder Rasenmäher oder was weiß ich. Ja, aber wofür braucht man das denn?
Ja, es war eine Frage. Ich glaube, es war eine Frage unter einem Video von uns. Ich glaube, von heute oder so. Man kann auch dahin fahren, wo man Rasen mähen will. Ja, nee, ich meine ja nur so, dass ich glaube auf die Anhänger, weil du nicht fahren wolltest. Also die ersten zwei Kühlboxen werden gleich gefüllt sein mit allerlei Leckereien. Und ich soll jetzt zu Best Burger fahren, oder wie? Nee, wozu? Ich meine, du kannst da hinfahren, aber es bringt nichts, weil ich habe gewisse Produkte gemacht und wir wollten da nicht jedes Mal kochen. Willst du dann aber Best Burger ist doch am nächsten, Ehemann. Ja, wir verkaufen immer bei Best Burger. Was da im Multiplikator-Angebot ist, ist total irrelevant. Stimmt. Wir verkaufen das und gut, das ist egal. Wir machen, was wir wollen und verkaufen, was wir... Genau. Also und wenn willst du jetzt da nicht einen Tag zurückhalten oder so? Nein. Das haben wir doch beim letzten Mal schon gesagt, dass wir da gar keine Böcke drauf haben. Ja gut, da hatten wir ja auch nicht viel Schotter. Ja, du weißt, dass wir jetzt ziemlich viel Schotter in ziemlich kurzer Zeit kriegen, oder? Guck mal, jetzt kriegst du ja bald deine Kuh. Stimmt, für Holzspinne. Guck mal, du kriegst ja jetzt bald deine Kuh. Ja. Und dann kannst du deine Käsedinger da machen und dann ist wieder... Dann haben wir wieder so viel Geld, wie wir gar nicht wollen. Und? Ja. So, also hier brauchen wir noch Zement und Metall. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Zement und Metall. Und wir müssen, das Windrad hast du noch gar nicht angezeichnet, oder was? Nee, ich würd ja gerne mal die Hühner, dass wir Eier für die Fleisch und Wurst haben. Ja. You know what I mean? So. Ja. Was kostet denn so ein Anhänger? Du würdest gerne bei Manu Fahrunterricht nehmen. Das kostet viel Geld. Also, abzuzahlen bei Andrina Games, ist klar. Mach ich gerne. Also, das wäre ja nochmal interessant. Warte mal, kann man das Fleisch jetzt verarbeiten? Das würde mich nochmal interessieren. Wildfleisch, glaube ich, ging immer noch nicht, ne? Ja, ich probiere das gerade mal. Aber wieso will er das nicht? Acht Stück. Doch, guck doch. Oh, warum muss ich das... Nee, das kann ich leider nicht, Gut, dann packe ich das. Ich packe das mit in die Kühlbox. Soll ich die Säge ausmachen? So. Das sieht ja schön aus. Wenigstens endlich mal Mucke hier. Das geht, ne? Das kann man lassen. Ja, manche Sachen gehen. Also, die letzten Sachen sind dann hier auch bald fertig. Ja, wir brauchen jetzt dringend noch Holz und Zement und Metall und so. Mich würde mal interessieren, was kostet denn so ein Anhänger? Ist teuer bestimmt, ne? Aber wozu denn ein Anhänger? Wir müssen erstmal die Stelle fertig kriegen, Leute. Nee, so insgesamt, weil das ist der Anhänger ist ja auch tiefer, ne? Wegen Holz kriegt man wahrscheinlich mehr drauf. Vielleicht. Nee, würde mich nur interessieren. Ich will es nicht haben, sondern nur... Ah, dann ist aber, finde ich, der Dings, der... LKW doch die bessere Investition, weil da kriegst du ja sowieso von allem immer irgendwie reichlich rauf. Ne? Aber da musst du, im LKW muss man wahrscheinlich dann jedes Mal rein, um das zu stapeln rein, oder? Oder wie macht man das dann? Wenn du jetzt Holz zum Beispiel damit holen will, das geht dann nicht, oder? Oder geht das auch? Ja, oder einfach eine Käse, geht dann wenigstens halt Kohle. Schön reinpacken, ne? Wir müssen auf jeden Fall, wenn wir eine Kuh haben, auch eine Milchkanne haben. Wo bist du jetzt wieder gegen gedongelt? Ja, hier gegen. Sollen wir mal schlafen gehen? Warum? Bei mir ist hell. Heller liegt der Tag. Habe nur zwei von allem und mein Konto ist so voll, dass ich mit Ausgeben nicht hinterher nachkomme. Das ist das, was ich befürchte. Deswegen will ich nicht auf Teufel komm raus jetzt hier das Geld so, ne,
Huch. Ich glaube, das Unwetter naht. Mhm. Ein Unwetter naht! Ja, die Nächte werden nicht mehr so dunkel. Das stimmt, Sigi. Und außerdem habe ich auf Wunsch der Community mein Gamma ein bisschen verstellt. Und zum Holz holen ist das für mich jetzt dunkel. Ja, zieh doch mal dein Gamma höher. Habe ich eigentlich. Wir spielen jetzt gerade Ranch Simulator, ist dir klar, oder? Ja, ja, sicher. Kauf bitte für Manu einen Anhänger, möchte ich gerne sehen. Manu kann sich alles kaufen, was sie möchte. Aber vorher muss sie dir noch ein paar Fahrstunden geben, damit ich das Geld dafür habe. Tja, Roland, tja. Man merkt schon, wird schwierig alles, ne? Ja. Aber wir könnten vielleicht wirklich kurz schlafen gehen, ja, weil dann wäre dann nämlich das Ganze, die Produktion hier fertig. Und dann könnte ich nämlich schöne Runde verkaufen gehen. Warte mal, okay, ich komme auf die. Okay. Das ist für mich wirklich zu dunkel. Ich habe den Gamma auch auf. Auf die Pferde, ja, da ist Manu auch scharf drauf. Auf die Pferde. Ja. Da oh, ist ja, sie auch mega, mega scharf. Ja, Stopp, bremsen! Boah, diese Frau, die rast wirklich, weißt du? Komme. Aber nicht in mein Bett. Geh zu deinen Bäumchen. Ehemann, du schläfst auf der Decke, ich bin nicht zugedeckt. So. Ja, wir sind ineinander. Ehemann, wir sind ineinander. Kannst du bitte ausloggen? Wenn ich auslogge, ist alles zu spät. Ja. Danke. Jetzt darfst du wieder einloggen. Es tut mir leid, wir sind Hättest du mal bei mir im Baumbett geschlafen. Nee, das ist dein blöder Baum, ist es schuld. Der hat uns nämlich hier verdrängt. Geh Kaffee kochen. Herrgott. Dankeschön, Ehemann, dass du gegangen bist. La la la, Frühstücksfernsehen, wie schön. So, noch einmal Radio. Ja. Aber das Radio, dass man da die Sender nicht einstellen kann, ist doch so. Hab ich doch gerade. Ach so, hab ich doch. Ja, aber nur beim Auto, aber nicht bei dem Radio, was wir da in der Bude haben. Nee, bist du sicher? Dass man Musik anmachen kann bei der. Dum bum 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 Rennstv. Ja, da guck mal, da gibt's nur das Gequietsche. Da gibt's nur dieses elende Gesäge. Ja, das stimmt. Willst du jetzt erst... Ach, das läuft gar nicht weiter. Ach, das ist doch auch eine Scheiße. Ne? Das hätte ich dir auch so sagen können, Ehemann. Was läuft nicht weiter? Die Produktion. Ja, ist egal. Ich bin hier gleich, habe ich gleich genug. Der Rest bleibt erstmal... Hallo, Ivy. Ich habe gleich zwei Kühlboxen voll und dann passt das. Kam jetzt das Update, wo man seine Sicherheitsstände nun behält, wenn man es jetzt neu startet. Es ist immer noch die Unstable. Ja. Und ich kann euch verraten, wir werden auch die Unstable weiterspielen. Das ist so. In der Unstable muss man damit rechnen. Obwohl, nee, Moment, oh, Ivy. Ja, ab jetzt kann man die Speicherstände. Es ist aber noch die Unstable. Es ist noch nicht die Stable Version praktisch. Eigentlich sollte die Stable eigentlich heute rauskommen. Eigentlich schon, heute ist der 15. Eigentlich sollte heute rauskommen. Ich habe davon nichts gesehen, wir haben nur die Unstabile. Die spielen wir jetzt schon die dritte Woche, glaube ich. Ja, aber was wir auch nicht sehen, weil wir halt die Unstable eingestellt haben. Also sehen wir natürlich nicht, ob das Update... Nein, man verliert nicht seine Spielstände. Die Unstable bedeutet eigentlich nur, dass du quasi so eine Art Versuchsspieler bist. In der Unstable werden immer die Versuche durchgegangen, werden immer als erstes getestet, die
die dann nachher zum richtigen Spiel dazukommen, ne? Es kam doch heute auch das Stabile raus. Okay, siehst du, Hans hat geschrieben, heute kam die Stable raus, ja. Also wir werden auf jeden Fall gleich mal zur Information für alle die Unstable weiterspielen. So oder so. Und liebe Ivy, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Oh, Dankeschön, Dankeschön. Der Delle hat Preis wie Multiplikator 2. Da haben wir nämlich ein bisschen was am Start heute. Das ist sehr gut. Manu, ich geh mal kurz zu den... Na? Zu den Schweinchen gucken. Ja, dann mach ich mal weiter. Jetzt habe ich ja, also ich verkaufe jetzt 2 Kühlboxen mit Krempel. Also mit Fleisch, mit Wurst und Frikadelle und hast du nicht gesehen. Was würdet ihr denn tippen? Was würde ich jetzt, was ist jetzt mein Erlös, wenn ich jetzt auf alles verkaufe? 700. 2700 und 700. Oh, da war ich ja. Wow. Da war also, warte mal. Also, du sagst 2700 und 700. Ja. Also, große Differenz zwischen den beiden. Ja. Okay. Die Wahrheit liegt tatsächlich ziemlich in der Mitte mit 1535. Nicht schlecht. Dann brauchen wir jetzt Metall und so ein Kram. Aber jetzt haben wir 1700. Da kann man schon ein bisschen was für kaufen. Also, das ist schon nicht schlecht. So, dann das heißt, ich fahre jetzt im Prinzip in den Laden, oder nicht? Ja. Ja, wir brauchen Zement und Metall. Ja, gut, mal gucken, was ich. Ach nee, das kriege ich ja nicht im Laden, das kriege ich ja im Baumarkt. Baumarkt. Ja, natürlich, Baumarkt.